Bleiben noch ein paar spezielle Formatierungen. Im ersten Text müssen wir zwei Wörter, nämlich gleißenden und stockfinsteren, gelb hervorheben, also so wie mit Leuchtstift. Das kannst du gleich hier direkt in dieser eingeblendeten Formatierungspalette vornehmen. Übrigens, die Farbe dieser Markierung kannst du auch problemlos ändern. Ein sehr brauchbares Werkzeug für Formatierungen bzw. das Übertragen von Formatierungen ist der Formatierungspinsel. Nehmen wir an, ich möchte die Formatierung dieses Abschnitts auf einen anderen übertragen, so wähle ich ihn aus, tippe auf das Format Übertragen Werkzeug und kann jetzt einfach einen nächsten Abschnitt überfahren und automatisch wird diese Formatierung auf diesen übernommen. Das mache ich wieder rückgängig. In diesem Abschnitt aber müssen wir sehr viele solche Formatierungen vornehmen, nämlich alle Nomen müssen kursiv sein. Das können wir natürlich auch mit dem Kurzbefehl machen, das wäre also Steuerung Umschalt K. Aber noch einfacher ist es mit diesem Werkzeug, mit einem Doppeltipp darauf ist es permanent ausgewählt und ich kann jetzt bequem nur einfach in die Nomen hineintippen und sofort werden all diese angetippten Wörter kursiv geschrieben. Du siehst, das ist jetzt wirklich eine sehr praktische Möglichkeit, um schnell eine Formatierung auf mehrere Wörter zu übertragen.